Herzlich willkommen zu den Kryptohelden, der Podcast rund um Bitcoin, Ethereum und Co. Und das alles ohne Hektik. Heute gibt es Teil 3 aus der Konsensus-Trilogie. Viel Spaß wünschen dir deine Gastgeber Onur Akpolat und Hung Tiu. Herzlich willkommen zur dritten und letzten Folge zu Konsensus-Protokollen, heute als Solo-Folge. Und zwar geht es heute um die Leaderless-Konsensus-Familie. Insbesondere schauen wir uns die Federated Byzantine Agreements an, wie bei Ripple und Stellar. Wir schauen uns DAGs an, Directed Acyclic Graphs, verschiedene Gossip-basierende Algorithmen. Wir werden uns Avalanche anschauen. Und zum Schluss noch einige Angriffsvektoren oder bekannte Probleme bei Konsensus besprechen. Bevor wir eintauchen, würde ich aber noch ganz gern einen Recap machen der ersten beiden Folgen. In den ersten beiden Folgen haben wir uns Leader-basierende oder Leader-Follower-Modelle angeschaut. Da ist es immer so, dass es eine Art Block-Proposer oder Komitee gibt, eben einen Leader, der einen Block proposed. Sobald der Leader elected ist und der Block proposed ist, wird dies validiert und in der Regel werden die Honest Nodes, also die wahren Nodes, kommen zu einer Entscheidung und es geht bei der neuen Blockade weiter. Da unterscheidet man nochmal zwischen Chain-Based Consensus, kennen wir zum Beispiel aus Proof of Work oder Proof of Stake, und BFT-basierenden Konsensus. Beim BFT ist es so, dass der Node quasi im Vorhinein feststeht, das heißt, es kann nicht zu Orphan-Blocks kommen, wohingegen bei Bitcoin es theoretisch einen Fork zwischenzeitlich geben kann und zwei Chains, bis eben am Ende herauskommt, was die Longest Chain ist. Ein wichtiger Punkt ist, dass eben Proof of Stake, Proof of Work und so weiter sind Membership-Control-Mechanismen. Das heißt, sie sind dazu da, um zu bestimmen, wie kann man in diesem Netzwerk mitmachen, beziehungsweise wie kann man Sybil Attacks verhindern. Das ganz kurz als Summary. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, hört euch einfach die ersten beiden Folgen an und dann solltet ihr startklar sein. Also fangen wir auch gleich mal an mit der Leaderless-Consensus-Familie. Und zwar kennen wir Federated Byzantine Agreement, wie gesagt, aus Ripple und Stellar. Ripple war das erste Projekt. Stellar ist im Prinzip ein Fork aus Ripple, aus Ripple entstanden. Da ist es im Prinzip so, man sagt auch permissionless BFT, dass es eben eine Gruppe von Nodes gibt und diese Nodes sind im Ripple-Netzwerk bekannterweise zentralisiert und im Stellar Consensus Protocol eher dezentralisiert. Das ist auch so der Hauptunterschied. Ich würde gerne das Stellar-Netzwerk als Beispiel nehmen, weil es eben dort etwas spannender ist. Stellar hat eben, wie gesagt, eine offene Membership, also ist relativ permissionless. Und es gibt eine Liste von Trusted Validatoren. Das wird auch als der Quorum Slice bezeichnet. Und wenn man jetzt als neuer Validator dieses Netzwerk betritt, dann muss man von dem anderen Validatoren eben hinzugefügt werden, sodass man eben innerhalb eines Slices ist. Ansonsten kann man nicht im Konsensus mitmachen. Es gibt also eine kleine Gruppe, die bestimmt und kein Masternode oder nicht diesen einen Validator, der das bestimmt, wie zum Beispiel bei PBFT. Deswegen wird Stellar auch oft als Decentralized PBFT referenziert. Wir hatten ja verschiedene Dimensionen kennengelernt in den ersten beiden Folgen, anhand wir Konsensus betrachtet haben, wie zum Beispiel Safety und Liveness, Membership Control, Fairness, wie decentral ist das und einige weitere. Und bei Stellar ist es eben so, Stellar präferiert ganz klar Safety over Liveness. Das heißt, es ist wichtiger, dass nichts Schlimmes passiert, dass der State korrekt ist, als dass das Netzwerk die ganze Zeit neue Transaktionen annimmt. Bei Bitcoin ist es zum Beispiel anders. Bei Bitcoin kann es zum Fork kommen. Das Bitcoin-Netzwerk nimmt aber Transaktionen immer an. Und bei Stellar ist es eben so, wenn
ein Fehler auftritt, dann werden keine neuen Transaktionen mehr angenommen. Das Netzwerk stoppt quasi, also keine Liveness. Dafür wird Safety präferiert. Und ähnlich ist das bei Ripple. Es gibt nur einen kleinen Unterschied. Das ist halt ein anderer Anwendungsfall. Und wenn wir zum Beispiel an Banken denken, Banken präferieren definitiv Konsensusfamilien, wo Safety bevorzugt wird. Ansonsten Konsensus ganz klassisch. Es gibt ein Nomination-Protokoll. Die nominierten Nodes werden voten, die Majority gewinnt. Und das ist quasi dann ähnlich. Der Unterschied ist eben, dass es nicht einen klassischen Leader gibt, sondern eine Gruppe als ja, Proposer. Das, vielleicht nochmal ganz grob als Federated Byzantine Agreement, wie eben bei Stellar oder bei Ripple. Als nächstes machen wir weiter mit Avalanche. Und Avalanche hat in den vergangenen Monaten etwas Traction gehabt. Es wurde von einer Gruppe namens Team Rocket released, unter anderem von einem bekannten Professor der Cornell University gepusht, von Emin Gün-Sürer. Und Avalanche funktioniert in vier Phasen. Also wie gesagt, das ist jetzt eine komplett neue Konsensusfamilie, die auch leaderless ist, also keinen Leader hat, wie in den ersten beiden Folgen besprochenen Konsensusfamilien. Und die vier Phasen sind erstens Slush, zweitens Snowflake, drittens Snowball und viertens Avalanche. Und es funktioniert grob so. In allen Beispielen wird immer mit diesen Farben gearbeitet, rot und blau. Das heißt, ich mache das so ähnlich, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Stellt euch vor, es gibt einen Node und der fängt einfach an, eine Entscheidung zu treffen. Und er sagt jetzt, ich bin jetzt, also es gibt drei Zustände, rot, blau oder neutral. Und er sagt jetzt, ich bin jetzt blau. Und frage die anderen Nodes, welche Farbe sie haben. Denn die simple Regel ist, die Farbe der Mehrheit wird übernommen. Wenn die anderen Nodes jetzt neutral sind, dann übernehmen die anderen Nodes quasi die Farbe des Queries. Also wenn ich blau bin, fünf Anfragen mache, die alle neutral sind, dann werden die alle blau. Wenn ich jetzt eine Anfrage mache und einer ist rot, dann wird der aber auch blau, weil er die Meinung der Mehrheit annimmt. Wenn ich fünf Anfragen mache, ich bin blau, und kriege drei rote zurück, dann werde ich auch rot, weil eben die Mehrheit rot ist. Also das ist quasi dieses Prinzip. Und es gibt eben verschiedene Runden, bis die Mehrheit angenommen wird. Snowflake beschreibt die zweite Phase. Das heißt, jeder Node hat eine Art Zähler, einen Counter. Und bei jedem Flip, also wenn ich von blau zu rot oder von rot zu blau flippe, wird dieser Counter resettet. Und es gibt halt einen Threshold, sagen wir mal 10. Wenn ich 10 Runden lang die gleiche Farbe habe und nicht geflippt bin, dann kann ich auch nicht mehr meine Farbe verändern. Das ist quasi, ja, wird auch als Short Memory, also Kurzzeitgedächtnis quasi bezeichnet. Dritte Phase, Snowball, basiert quasi auf dem Snowflake drauf. Und zwar geht es da darum, dass quasi, ja, das heißt State of Confidence wird quasi auf den Snowflake raufgepackt. Das heißt, es wird quasi gesagt, wie sicher ist man denn jetzt, dass eben mein Vote blau oder rot ist. Und blau und rot, wie gesagt, könnte irgendeine beliebige Entscheidung sein. Und das wird gemacht, dass man quasi die historischen Queries, die gemacht wurden, mit einbezieht in die Entscheidungsfindung. Und das wird deswegen auch als Persistent Memory bezeichnet, weil eben ja, eine gewisse Persistenz abgebildet ist. Und die vierte Phase Avalanche ist dann letztendlich die Phase, bei der die Confirmed Transactions in den DAG geschrieben werden. Also auch bei Avalanche kommt es am Ende zu einer Datenstruktur, die DAG genannt ist, Directed Asynchronous Graph. Und genau, das ist im Prinzip grob, wie es funktioniert. Sicherlich haben einige mitbekommen, dass es das Projekt AVA gibt. Denn, also vielleicht ein Kommentar noch, Avalanche selber ist nicht Civil Resistant. Civil Resistance erreicht man eben, indem man es zum Beispiel auf Proof of Work draufbaut oder eben wie AVA es macht, dass sie quasi eine Proof of Stake Implementation von Avalanche machen, um eben diesen Civil Control Mechanism hinzuzufügen. Also ich finde es eigentlich ein gutes Beispiel, um diese Unterscheidung nochmal zu treffen.
Consensus, Avalanche ist eine Consensus-Familie, aber um Civil Resistance hinzukriegen, muss man eben Proof of Work oder Proof of Stake oder irgendeine Art von Membership Control noch hinzufügen. Ansonsten ähnlich auch wie bei der wie bei dem ersten Beispiel, bei den Federated Bitcoin Agreement Protokollen, die sind eben, diese beiden Familien sind beide relativ schnell. Und das ist so eigentlich der Hauptpitch. Wir wissen ja alle, Bitcoin ist langsam, Bitcoin hat Skalierungsprobleme und diese ganzen Alternativen sind eben deutlich schneller. Kommen wir zu den DAGs. Wir kennen einige DAGs, wir kennen IOTA, es gibt Byteball, aber das Interessanteste ist eigentlich Hashgraph. Also wie gesagt, die Blockchain ist ja synchron und man kann quasi nicht keine parallelen Transaktionen durchführen, sondern man kann Transaktionen nur pro Block durchführen. Wenn man nicht in diesem Block ist, dann muss man warten und die Blöcke gehen quasi sequenziell. Und das führt natürlich zu einer Warteschleife. Und das Problem wollen DAGs lösen durch eine andere Datenstruktur. Und wie gesagt, das Interessanteste dort, Hashgraph, ein Gossip-Protokoll bzw. Gossip of Gossip. Und was das ist, das werden wir jetzt gleich erfahren. Also, wie funktioniert jetzt Hashgraph? Wie gesagt, es ist ein Peer-to-Peer-Kommunikationsprotokoll, Gossip genannt. Und im Prinzip ist es so, dass die Daten an die Nachbarn weitergegeben werden. Es gibt keine zentrale Einheit. Das, was man weitergibt, bezeichnet man eben als Gossip. Und man kann sich das auch so ein bisschen als Virus vorstellen, der so sich langsam ausbreitet. In den die Daten, die gespeichert sind, sind eben in den sogenannten Events gespeichert. Die kann man sich im Prinzip genau wie Blöcke vorstellen. Also sie beinhalten auch Transaktionen und Timestamps. Aber es sind eben Events. Und die Nodes kommunizieren zufällig miteinander anhand des Graphen. Denn das Besondere, und das ist auch der Clou, man weiß quasi zu jedem Zeitpunkt, wer was wissen müsste. Denn wenn man quasi die Information weiterreicht an den nächsten Node, dann sagt man quasi, Alice hat mir gesagt, dass A ist und Bob hat mir gesagt, dass B ist. Und daher weiß man quasi, okay, Alice sagt A, Bob sagt B. Also man hat die Historie, wer etwas sagt. Das heißt, das bezeichnet man eben als Gossip, about Gossip. Und man weiß quasi, wer etwas wissen müsste und dadurch entsteht dieser Graph. Und da stehen noch einige weitere Informationen drin, letztendlich auch die Hashes des Erzeugers und deswegen heißt es auch Hashgraph. Hashgraph ist nicht deterministisch. Und eines der besonderen Sachen ist jetzt dieses Virtual Voting und darauf will ich nochmal so ein bisschen eingehen. Und bevor ich darauf eingehe, vielleicht nochmal so Probleme, die es in anderen Systemen gibt. Also Voting-basierende Systeme haben gute Garantien, also Strong Guarantees, sind aber ineffizient, da dieses Voting eben grundsätzlich ineffizient ist. Gossip-Algorithmen können halt Informationen wie einen Waldbrand sehr, sehr schnell weiterleiten, haben keinen Leader, keine Turns und sind sehr, sehr schnell. Das Problem ist jetzt, wie kriegt man jetzt so ein Voting hin und Gossip? Das war sozusagen diese Grundidee. Und das haben sie eben geschafft, indem sie Voting hinkriegen, ohne zu voten. Also die Nodes voten, ohne zu voten. Und das ist im Prinzip der Clou. Und warum geht das? Das geht, weil eben zu jedem Zeitpunkt jeder genau weiß, was der andere weiß, weil eben dieser Gossip weitergeleitet werden muss. Und dadurch, dass ich weiß, was der andere weiß und was er denkt, muss nicht nochmal extra gevotet werden, denn das weiß ohnehin jeder. Das heißt, der Vote wird in diesem Sinne einfach simuliert. Und wie gesagt, Voting-basierende Systeme haben starke mathematische Proofs und sind aber ineffizient. Aber im Gossip-basierenden System ist es eben nicht mehr ineffizient, weil Gossip sehr, sehr schnell ist und sich wie ein Waldbrand oder wie ein Virus ausbreitet. Also das ist so die Idee dahinter, dass man ein sehr, sehr schnelles System hat, so schnell es geht, bis zu 250.000 Transaktionen pro Sekunde. Das wird halt oft auch als ABFT, also Asynchronous BFT-System bezeichnet. Und
soll in der Theorie total fair sein, da es keinen Block Proposer gibt, der gedidost werden kann. Das ist ja immer so das Totschlagargument gegen viele Proof-of-Stake-Systeme, dass der Leader oder der Validator gedidost werden kann, also Denial of Service Attack. Und das gibt es eben bei diesen Gossip-Systemen nicht. Nachteile, bis heute kein praktischer Nachweis, ob es in der Praxis eben funktioniert. Es ist eine patentierte Technologie, was in der sonst Open-Source-Blockchain-Welt sehr unüblich ist. Also das ist auch ein Punkt, wo viele einfach so ein bisschen kritisch das beäugen. Und die Community behaupten Fehle ist eben noch überhaupt nicht so stark wie bei anderen Protokollen. Hashgraph an sich ist super interessant, also da habe ich auch ein paar Links in die Description gepackt. Das kann man sich auf jeden Fall nochmal im Detail anschauen, wie es funktioniert. Alright, wir haben uns FBA, also Federated Business Agreement, angeschaut. Wir haben uns Avalanche angeschaut und wir haben uns Hashgraph angeschaut, um einfach nochmal drei prominente Leaderless-Consensus-Protokolle zu nennen. Wir haben auch versprochen, dass wir uns Probleme oder Angriffsvektoren von Consensus allgemein anschauen. Also jetzt zoomen wir wieder raus aus Leaderless-Systemen, sondern schauen uns einfach mal ganz allgemein an, welche Probleme gibt es überhaupt in Verbindung mit Consensus. Und die zwei oder sagen wir mal drei interessanten Probleme, es gibt wesentlich mehr, sind erstens das Nothing-at-Stake-Problem, zweitens Selfish Mining und drittens die sogenannten Long-Range-Attacks. Und ich glaube, es ist ganz interessant, diese dreimal einmal gehört zu haben und zu verstehen, welche Angriffsvektoren es gibt, um eben dann, wie gesagt, eine informiertere Meinung zu haben, wenn man sich diese Protokolle anschaut und die Attack-Vektoren versteht, um das Risiko eben einzuschätzen. Nothing-at-Stake-Attack. Wir haben ja in Proof-of-Stake-Systemen eben Systeme, wo wir keine Arbeit mehr leisten müssen. Das heißt, ich habe ein Stake, also meine Coins zum Beispiel, und stimme ab. Und dadurch, dass keine Arbeit mehr geleistet werden muss, also keine Nuance gefunden werden muss, nicht gemeint werden muss, könnte ich eben theoretisch bei jedem möglichen Fork einfach mitvoten. Das kostet mich ja nichts. Wenn ich jetzt 1000 Coins habe und die Chain forkt, dann habe ich auf beiden Chains 1000 Coins und kann ja mit beiden dieser 1000 Coins voten. Und das bezeichnet man eben als Nothing at Stake. Das ist aber sehr, sehr, sehr kritisch zu betrachten, denn man will ja nicht, dass bei den malicious competing Chains mitgevotet wird, sondern man will, dass dass alles in die ehrliche Chain converged, also wieder zurückläuft sozusagen. Ansonsten gäbe es keine Finality und die Chain wäre komplett kaputt und es gäbe wahrscheinlich auch Double Spends. Das heißt, man muss das disincentivizen, man muss das bestrafen. Und genau das macht zum Beispiel auch jetzt Casper. Die sagen nämlich, wenn du einen Fork quasi innerhalb eines Forks stakest, der am Ende nicht gewinnt, wirst du geslashed. Und das ist eben spieltheoretisch ganz interessant, da höchstwahrscheinlich die meisten Validatoren eben in Proof-of-Stake-Systemen dann sich eben genau anschauen, was ist die Main-Chain, was ist die ehrliche Chain und eben dort staken und nicht in den anderen staken. Also Nothing-at-Stake-Problem. Ja, zweitens Selfish Mining. Selfish Mining war ein Paper, wieder eben von dem gleichen Cornell-Professor auch, den ich vorhin erwähnt habe, von Emin Günzschert. Und es ist im Prinzip keine richtige Attacke. Es ist eher eine Mining, also eine dubiose Mining-Strategie, die zu mehr Profiten führt. Und wie das funktioniert, ist eigentlich ganz einfach. Man meint im Versteckten, und man braucht da, glaube ich, er hat herausgefunden, mindestens 33% der Hashrate. Man meint quasi versteckt von der Public Chain, also man broadcastet die Nodes nicht. Und man meint aber in einer Gruppe eben, wie gesagt, mindestens 33%. Und
untereinander. Und dadurch werden eben, ist man wie in einem geschlossenen Netzwerk und verteilt die Blocks untereinander. Also die Gruppe ist eben nicht 100%, sondern nur 33%, und diese kriegen die ganzen Blocks. Der Clou ist jetzt aber, die müssen mindestens einen Block mehr haben als in der Hauptchain, um diesen zu broadcasten, damit das eben sozusagen ja, Realität wird und valide wird auf der Hauptblockchain. Dann haben sie quasi ja, für eine kurze Zeit effizienter gemeint, mehr Profite erwirtschaftet und das dann gebroadcastet in die Hauptchain. Und wenn die das angenommen hat, dann ja, haben sie quasi, wie gesagt, mehr erwirtschaftet. Ist so ein theoretisches Ding, ist eine Strategie. Ist, glaube ich, auch mal interessant gehört zu haben. Schadet natürlich den anderen Minern. Ja, das Dritte, was ich hier nochmal ansprechen will, sind Long-Range-Attacks. Und also wie gesagt, wenn ihr diese drei kennt, dann wisst ihr wahrscheinlich mehr als 90% aller anderen. Und es ist jetzt im Day-to-Day, werdet ihr es nicht brauchen, aber es ist total interessant, auch mal um so ein bisschen die Inspiration oder so ein bisschen einfach mal out of the box zu verstehen, was ist überhaupt, auf was für Ideen Leute kommen, wie man so ein Netzwerk angreifen kann. Also zurück nochmal, Long-Range-Attacks. Im Prinzip geht es da auch darum, es ist der Versuch, eine längere Chain zu kreieren und die Historie zu verändern, um, wie gesagt, zum Beispiel Double Stands zu erzeugen oder das Netzwerk zu manipulieren. Und stellt euch vor, eine Historie wurde ja erzeugt, bei der eben es verschiedene Block Proposer gab und verschiedene Ergebnisse. Und es gab verschiedene Validatoren, die das abgestimmt haben. Und jetzt stellt euch vor, in der Vergangenheit gab es einen riesengroßen Miner oder Staker, wie auch immer, ein Whale quasi. Der hatte zum Beispiel 10-15% des gesamten Stakes. Und irgendwann entscheidet er sich, er hat keine Lust mehr, er glaubt nicht mehr an das Netzwerk oder er muss auscashen und geht raus aus dem Netzwerk. Was der Angreifer jetzt macht, ist, er kontaktiert quasi in der Theorie, also das sind alles eher so Gedankenexperimente, das ist jetzt noch nicht in der Praxis passiert, aber es könnte passieren. Er kontaktiert diesen großen Whale und sagt, hey, du bist ja eh nicht mehr im Netzwerk, kann ich dir deinen Private Key abkaufen? Der denkt sich, okay, ich brauche den eh nicht mehr, wenn, dann würde ich mir einen neuen erstellen, verkaufe ich dir und kostet wahrscheinlich auch nicht viel, denn da ist ja auch nichts mehr drauf. Und das könnte der Angreifer jetzt mit allen großen ehemaligen Stakern machen, zum Beispiel, wenn es mehrere gibt. Und damit hat er theoretisch zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Historie vielleicht 20-30% des gesamten Stakes. Und was er jetzt eben machen kann, ist, er kann eben genau zu diesem Zustand in der Zeit zurückgehen, wo er diese 30% hätte, die Private Keys hat er ja jetzt, und fängt eben von da an quasi ja weiter eine neue Chain zu erstellen. Und dadurch, dass er die Private Keys hat, kann er natürlich die Votes manipulieren und kann seine eigene lange Chain bilden, wo er eben schneller eine längere Chain bilden kann. Und ein weiterer Clou ist, dass in vielen der Proof-of-Stake-Systemen der ersten Generation der nächste Block-Proposer deterministisch war. Und wie gesagt, das ist jetzt nochmal ein ganz wichtiger Knackpunkt. Wenn jetzt Definity kommt und sagt, ey, wir haben hier einen super fancy Random Generator und dann unseren Random Generator Beacon oder Hashgraph macht das auch, und die sagen, dieser Random Generator wird eben nicht aus Blockdaten aus der Blockchain erzeugt, sondern aus externen Daten, dann ist das halt ein ganz, ganz wichtiger Knackpunkt. Denn wenn der nächste Block-Proposer oder wenn die Randomness aus der Blockchain selber kommt, dann kann bei einem Long-Range-Attack der Angreifer das eben herausfinden, weil er ja ohnehin die Datenhistorie hat und weiß, welcher Block-Proposer in der Realität rankam. Also kann quasi in die Zukunft blicken, weil er in die Vergangenheit gegangen ist sozusagen. Dann kann er eben diese beiden Faktoren nutzen. Also erstens, dass er die Keys hat von ehemaligen Minern oder Stackern und zweitens, dass er herausfinden kann, wer den Block proposen wird, um eben schneller eine längere Chain zu bilden. Und das ist eigentlich so ja, die wichtigste Attacke, eigentlich, die man gehört haben sollte, die Long-Range-Attack. Denn Nothing-at-Stake-Problem ist im Prinzip gelöst, also das ist ein theoretisches Ding, das wird nicht mehr passieren, das haben alle herausgefunden. Selfish Mining wurde, glaube ich, auch gefixt. Und Long-Range-Attacks sollten auch gelöst sein, wie zum Beispiel bei Definity, aber
Ich glaube, in vielen erste Generation Proof-of-Stake-Netzwerken würde das theoretisch noch gehen. Alright. Das wäre jetzt so ein bisschen so eine Maschinengewehrfolge, wo wir komplett durchgeballert sind. Aber ich glaube, es war auch wichtig, dass die Folge jetzt kommt und letztendlich, wie gesagt, Konsensus, es passiert einfach so, so viel und es wird so, so viel geforscht, dass egal wie tief wir jetzt gehen oder was wir jetzt beschreiben, es wird sich auf jeden Fall verändern. Zwei interessante Projekte, auf die wir gar nicht eingegangen sind, sind einmal Cardano hat Ouroboros. Ja, das ist quasi ähnlich wie Proof of Stake mit weiteren Sicherheitsmechanismen. Polkadot hat Grandpa, auch ein sehr, sehr interessanter Konsensus. Also es gibt viel, viel mehr, auf das wir noch eingehen können. Aber ich glaube, um nochmal zum 10. Mal zusammenzufassen, das Bild sollte jetzt eigentlich rund sein. Also denkt einfach dran, es gibt Leader-basierende oder Leader-Follower-Konsensus-Familien und Leaderless, also ohne Leader. Der wichtigste Unterschied zwischen Membership Control und Konsensus selber ist, Konsensus ist immer der Prozess, wo die Entscheidung getroffen wird und wo quasi ein Stand in die Chain committed wird, also gesagt wird, das ist jetzt die Wahrheit. Und Proof of Stake, Proof of Work, Proof of irgendwas sind eher Sybil Control Mechanismen oder Membership Control Mechanismen, die dafür sorgen, um eben Civil Attacks zu verhindern, dass Leute das Netzwerk zuspammen mit irgendwelchen Fake-Identitäten. Ansonsten Konsensus grob. Es gibt bei Leader-Familien einen Block Proposer, bei Leaderless eben wahrscheinlich eine Gruppe. Und das ist so der Hauptunterschied. Und DAGs sind nochmal ein Spezialfall, wo eben Transaktionen parallel bestätigt werden können. Und da gibt es auch keinen Leader, sondern wir haben uns Hashgraph angeschaut, andere funktionieren etwas anders, aber bei Hashgraph ist es eben so, dass zufällig einfach kommuniziert wird, das nennt man Gossip und der Clou dabei ist, dass während dieser Kommunikation auch weitergegeben wird, was davor kommuniziert wurde, sodass dieser Graph entsteht, bei dem man weiß, wer was wissen sollte und das ist quasi der Enabler für dieses Virtual Voting, wo man eben sagen kann, wir machen einen Vote, ohne voten zu müssen, weil wir ja wissen, was die anderen denken. Und das ist einfach mal so zusammengefasst Konsensus über jetzt nur Proof of Work und Proof of Stake hinaus. Und Konsensus gab es auch lange vor den Blockchains. Wie gesagt, Raft, Paxos, im klassischen verteilten System gab es Konsensus. Aber in offenen Netzwerken oder man sagt teilweise auch Adversarial Networks ist das eben ein viel, viel schwierigeres Problem, was Nakamoto als erstes gelöst hatte. Und wo jetzt eben sehr, sehr viel Forschung stattfindet. Cool. Ich hoffe, das hat euch gefallen und geholfen. Und wir hatten jetzt lange keine Folge. Sehr, sehr viel um die Ohren gehabt. Aber jetzt geht es auf jeden Fall weiter. Drei weitere Folgen haben wir schon aufgenommen. Das heißt, die nächsten zwei Wochen sind schon mal safe. Und ja, danach müsst ihr Hung und mich einfach mal ein bisschen weiter in die Verantwortung nehmen, dass wir da auf jeden Fall weiter jetzt Folgen produzieren wieder. Aber die Pause hat auch gut getan und jetzt haben wir alle Kraft getankt und können weitermachen. Gebt gerne Feedback wie immer, diskutiert in der Telegram-Gruppe. Wir haben jetzt auch einen Moderator, den Sevo. Und ansonsten danke fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Ciao!